ihr Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ja, wir haben heute ein Bier aus Belgien bzw. belgischer Art gebraut. Wir erkennen es wahrscheinlich schon, einige haben das sicherlich beim Lidl gesehen. Lidl hat ab und zu mal so Aktionen und dann hauen die da auch immer so komische Biere raus. Also auch unter anderem was aus Belgien, ne? Oder Craft-Biere oder so. Ich habe es aber nicht aus dem Lidl, sondern, ja, Gruß geht mal wieder raus vom lieben Matthias und dem Timo. Die haben mich ja besucht und da haben sie mir jetzt hier diesen, ja, wie heißt das überhaupt, Golden Drake ausgesprochen oder Drake? Ich habe keine Ahnung. Übersetzt heißt es auf jeden Fall Goldener Drache. Woher weiß ich denn das? Ja, weil da ein Goldener Drache abgebildet ist, ne? Das ist schon wieder ein Karlauer, was? Nein, auf gar keinen Fall. 10,5% Umdrehungen hat der Spaß. Also das wird jetzt gleich noch fröhlicher. Da ist ja cool. Ist genauso wie Jackie Cola, hat ja auch ungefähr so 10, ne? Also jetzt haben wir hier ein Bier mit 10,5% Umdrehungen. Das wird heute fröhlich. Also nicht ab zum Baggersee, wisst ihr Bescheid. Was haben wir da drin? Ja, da ist auch einiges mehr drin, nämlich Wasser, Gerstenmalz, Zucker, Hopfen, Hefe und Karamellaroma. Steht auch nochmal drauf, dunkles Bier. Und für alle, die sich jetzt so fragen, Moment mal, da war doch schon mal was so irgendwie mit so einem Drak da irgendwie, ne? Ja, das ist die gleiche, nur in schwarz. Da hat man eine schwarze Flasche gehabt und das war irgendwie, oh Gott, was war denn das? Ein Quadruppel oder so, also hör bloß auf, keine Ahnung, also wir hatten auf jeden Fall schon mal so ein, ja, aus dieser Brauerei hier hatten wir auf jeden Fall schon mal was, ne, weiß gar nicht, war das bei einem Kalea-Kalender mit drin oder habe ich die aus dem Lidl mitgenommen, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, Flasche und so gefällt mir schon ganz gut, also das sieht schon gut aus, finde ich, ne. Also das hat schon was irgendwie. Das ist schon so ein bisschen was Besonderes auch. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf jetzt. Ne? Vor allen Dingen, weil ich weiß, wir machen jetzt so... Ich will eh gleich einen Insta-Stream und ja, da passt das doch. Ich mache mal vorsichtig auf hier, weil ich habe die Kapsel hier... Wieso kommt das da raus? Hallo? Alter, ich habe doch noch nicht mal geschüttelt. Alter, ich sau schon wieder rum, Freunde. Ich sau schon wieder rum. Also echt, ihr könnt denken, dass ich heute schon wieder angetrunken bin oder so. Bin ich aber nicht. Jetzt kleckert. Kommt frisch aus dem Kühlschrank. Normalerweise dürfte das eigentlich nicht passieren. Aber nur gut, es passiert halt. So, haben wir mal hier kurz was? Ja, hier. Immer gut, wenn man hier so ein bisschen was hat. So, zum Saubermachen. Also, Freunde, ist ja erstmal nur später passiert. Passiert dem besten Experten, wollte ich jetzt schon fast sagen. Gut, Freunde, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, finde ich gut. Dunkles Bier steht auch drauf. Von der Blume her, naja, ich sag mal so einen halben Finger bis einen Finger kriegen wir auf jeden Fall hin. Das Ganze ist cremeweiß, in Richtung Cappuccino farbend. Und ja, ich sag mal mittel bis grobporig. An der Glaswand bleibt es jetzt auch nicht wirklich haften. Also ich würde mal sagen, mit 90 Sekunden wird knapp. Schaut mal selbst. So sieht das Ganze aus. Also da hätte ich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die schwarze Flasche war. Aber mal gucken. So, im Farbspektrum selbst. Was sieht es denn da aus? Ja, dunkel ist angegeben. Dunkel ist es auch. Ich würde sagen, das ist so ein Erdfarbton. Das geht so ins Bräunliche rein. Hundertprozentig blickdicht. Also ich kann da nicht durchgucken. Ja, und wo das hier herkommt, ist klar. Ich sag mal so, ne, da ist schon so ein bisschen was drin. Vom Malz her halt, ne? Hier steht auch drauf Karamellaroma, was schon so diese karamellige Farbe auch tatsächlich hat, ne? Dementsprechend saftig sieht es aus, es geht also richtig schön tief rein, finde ich gut. Irgendwelche Schwebepartikel oder so sehe ich da nicht und Carbonisierung par Longe kann ich natürlich auch nicht erkennen. Ja, ist erstmal soweit okay, bis auf die Tatsache, dass es da gerade übergesprudelt ist, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Bisschen mehr Blume wäre noch schön, wenn ich es bewerten war. 4 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Also finde ich erstmal soweit okay. So, jetzt riechen wir mal ein bisschen da dran. Ja, okay, also bei 10,5, da erwarte ich was. Erstaunlich wenig alkoholisch. Also ich hätte jetzt gedacht, so, oh, jetzt kommt ja voll so die sprittige Alkoholkante auf mich zu, was da in die Nase aufsteigt, aber das bleibt fern. Das ist ja eher so, ja, das ist so ein sehr lieblicher, fast schon wirklich, oder es ist ein süßer Malzkörper, machen wir uns mal nichts vor. Also süßes Getreide, frisch ist es auf jeden Fall und erstaunlich hopfig, muss ich sagen. Da merkt man richtig da auch durchaus was.
Das riecht eigentlich ganz lecker, muss ich sagen. Das ist eigentlich so. Es ist extrem süß, aber es riecht lecker. Wie so ein Dessert halt, ne? So ein, ich hätte jetzt schon fast gesagt Tiramisu. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Tiramisu, wie das hier so duften tut. Aber ist jetzt nicht unangenehm oder so. Also das riecht ganz gut. Jetzt bin ich auch gespannt, ihr Lieben. Auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Habt ihr gesehen? Krass. Mm. Wow, krass. Oh, da fängst du aber an zu schwitzen, ne? Ja, das krischt durch. Also so ein. Also jemand. Oh Gott. Guck, was es alles gibt, ja, verrückt. Gut, Freunde, konzentrieren wir uns mal. Machen wir mal ganz ordentlich hier. Ja, also womit fangen wir an? Fangen wir erstmal an mit den Attributen. Wo bewegen wir uns? Dynamisches Bier oder gemütliches Bier? Und ich glaube, das ist hier absolut selbsterklärend, dass wir uns hier auf der Seite von einem gemütlichen Bier bewegen. Das heißt, wir haben kleinere Schlucke, Temperatur anziehen lassen, ein bisschen länger im Mundraum behalten, ne, und auch wirklich als Starkbier behandeln, weil das ist es letztendlich. Ne? Also das hier wegzuächsen, das bringt ja nichts, weil letztendlich ja wollen wir ja nicht gleich in der Waagerechten liegen und wir wollen ja auch ein bisschen was von den Aromen haben. Und genau, und deswegen sollte man das eher ein bisschen gemütlicher behandeln mit kleineren Schlücken etc. So, beim allerersten Schluck, da fällt einem natürlich sofort was auf, und zwar, Mann, ist das wuchtig. Das ist so, du hast es zwar, dass du denken könntest, ja, lecker, süß, ne, irgendwie so ein bisschen Malzbier-Charakter, aber dann kommt, bam, da kommen die 10,5% auch richtig nach vorne geschossen und dann merkst du, oha, da wird ja auf jeden Fall warm ums Herz, ne. Also das ist genau in diese Richtung, geht da rein und, naja, also ich muss mal sagen, eine leichte Sprittigkeit habe ich jetzt schon beim Antrunk wahrnehmen können. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow. Aber okay, wir gehen da trotzdem noch tiefer rein, das interessiert mich natürlich. So. Hm. Also erstmal, was ich gut finde, ist, dass es wirklich weich ist. Das finde ich schon mal ganz angenehm, weil Starkbiere, die so verwässert sind, ich sag mal Perlenbacher Strong oder so, hört bloß auf, du. Deswegen ist das hier schon ganz gut, das ist ein bisschen samtiger. Es ist jetzt, also es ist süß, aber es ist jetzt auch nicht, wenn man hört so Karamellaroma und Zucker und dann zusätzlich noch Malzkörper drin, da könnte man ja denken, so, oh Mann, da ist aber einer mit einer Zuckerdose versehentlich ausgerutscht. Ne? Aber ist hier auf gar keinen Fall. Also das ist, es ist süß, zweifelsfrei, aber es ist jetzt nicht aufgesetzt. Also das ist jetzt hier keine Zuckerdose oder ähnliches. Da hatten wir schon Sachen hier vorgestellt gehabt, auch aus Amerika, die wesentlich süßer waren. Also das war wirklich ja Zuckersirup, was wir da hatten. Von daher, das geht direkt eigentlich. Originell hingegen, was ich auch ganz gut finde, was sich dann auch so mit dieser Lieblichkeit, mit dieser Süße hier ganz gut macht, ist tatsächlich diese Getreidigkeit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das bei der schwarzen Flasche war. Ob wir da auch so einen getreidigen Körper hatten, da bin ich mir ziemlich unsicher. Kann ich mich einfach nicht mehr dran erinnern, Verzeihung. Aber hier zumindest so vom Getreidegehalt her und von, also dieses Getreidige, was du so als Aroma wahrnimmst halt, ne? So, das ist ja dieses typische, nussige, liebliche Getreidige halt. Und das in Kombination mit diesem, ich nenne es jetzt mal Karamellzucker, ja, drücke ich mal so aus, kommt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ne? Das wirkt dadurch tatsächlich sogar noch saftig. Also das ist richtig lecker, so wie so ein Biersaft, ne? Das ist schon gut. Du merkst auch, wenn du kleinere Schlucke nimmst, bekommst du viel mehr Aroma auf die Zunge. Probier's ruhig mal aus und mach vor allen Dingen hier vorne, in dem vorderen Zungenbereich, dass ihr mal ein bisschen mit dem Bier so rumspielt und dann merkt ihr richtig so, okay, da steckt einiges drin. Also das ist schon ganz interessant. Jetzt. Jetzt ist es gemein. Wenn ich jetzt sagen würde, quadratisch praktisch gut, dann wisst ihr ja immer, was damit gemeint ist. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, obwohl die Schokolade lecker ist. Ja? Und da ist natürlich immer so diese Traube. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Rote Traube, Beerenfrüchte, so in diese Richtung geht das rein. Würde ich hier als Fruchtkörper tatsächlich so identifizieren. Macht sich dann wiederum auch ganz gut mit dieser Getreidigkeit und mit dieser Süße.
Wobei ich auch dazu sagen muss, wenn ich da so an manch Doppelbock denke, da kommt das noch ein bisschen mit dem Fruchtkörper mehr nach vorne als hier. Woran es liegt, weiß ich nicht. Könnte daran liegen, dass wirklich der Tier sehr, sehr Malzkörper betont ist und dass dadurch diese ja, eher fruchtigeren Komponenten so ein bisschen beiseite gedrängt werden. Wisst ihr, was ich meine? So, und jetzt schauen wir uns natürlich nochmal den hinteren Teil an. Ja, da kommt sie natürlich, ne? Dann kommst du langsam an, ist dann so eine leichte Alkoholkante, aber leicht tatsächlich, bei 10,5% ist es tatsächlich noch leicht, als leicht zu bezeichnen. Also ist jetzt nicht ganz so sprittig und dann verliert sich das Ganze nach hinten raus so ein bisschen. Mit viel Fantasie nimmst du noch eine ganz leichte Hopfenfloralität wahr, aber eher, wie gesagt, bescheiden. Also das verliert sich dann so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dry ist oder so, dass es jetzt so total so in dieses Trockene reingeht. Das nicht. Aber beim Abgang, und also du hast jetzt auch nicht wirklich einen langanhaltenden Geschmack auf der Zunge oder so. Also es verflüchtigt sich recht schnell, ohne aber wässrig zu sein. Ja, Golden Drake, Drag oder wie auch immer. Wie wird das denn jetzt ausgesprochen? Was ist das? AA ist das und ein K. Wie kann ich das ableiten? So, auf Englisch haben wir Dragon, aber nee, das kann nicht sein, aber in einem anderen Wortstamm. Drag. Drake, ja, da gab es mal was. Ich glaube, das heißt Drake, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher, weil Drake hört sich komisch an. Naja, auf jeden Fall der goldene Drache, ihr wisst ja, was ihr meint. Wie wollen wir das bewerten, Freunde? Also ein hedonistischer Hochgenuss ist, glaube ich, was anderes. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, man muss auch so eine hochprozentigere, also ihr wisst schon, was ich meine, Starkbiere mögen. Für die, die jetzt nur standardmäßig damit ihre ja, 4,7, also klassisch Pilz bis 5% Umdrehungen da rumhantieren, für die ist das eh wahrscheinlich nichts, denke ich. Das ist so was Besonderes hier. Wenn ihr mal so im Lidl seid und da ist halt so eine Aktion, da könnt ihr euch mal diese schwarze und hier mal die weiße Flasche mitnehmen und das einfach mal so auf einen Sonntag oder so, so einen besonderen Anlass. Also wenn ihr da so ein richtig schön, ja, herzhaftes Essen, schön fettreich oder so gegessen habt und das dann so als Dessert, so als Absacker, so als kleiner Sundowner oder so, da stelle ich mir das ganz gut vor. Ja, vielleicht sogar im Sommer so in der Hollywood-Schaukel, so schön auf der Terrasse oder so. Ne? Nur, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen und ja, ist jetzt nicht, was man jeden Tag trinken kann. Und es ist auch kein hedonistischer Hochgenuss. Aber man kann es auf jeden Fall mal so zum Probieren mitnehmen. Ich glaube, da macht man nichts falsch und deswegen möchte ich es auch so bewerten. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir es bewerten? Ich habe da so zwei Ideen, wie man das bewerten könnte. Also ja, dadurch, dass es jetzt nicht zu aufgesetzt wird, gibt es ein Pünktchen mehr. Ich gebe 4 von 5/6 möglichen Punkten. Kann man machen, ist schon recht gut. Ist schon recht gut. Aber, wie gesagt, es ist nicht alltagstauglich. Ne? Gut, Freunde, würde ich sagen, sind wir fertig hier mit diesem Biertest. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.